Stefan Kulowitz würde am liebsten selbst gegen den Ball treten, um endlich die Torflaute im Sturm des SVS zu beenden. Doch für den 38-jährigen Trainer bleibt nur die Zuschauerrolle. Nach 6 Spielen stehen gerade mal 4 Tore auf dem Konto, keines davon gelangt zu Hause. Ja, ist natürlich schwierig auszumachen. Wir hatten unsere Möglichkeiten, ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir haben uns daheim keine Chancen rausspielen können. Bisschen komisch natürlich nach der letzten Saison, wo wir einfacher Heimmacht waren, dass uns da jetzt dieses Jahr noch nichts Großartiges gelungen ist. Die Schwäche hat man dafür ganz klar in der Offensive ausgemacht. Die Bälle landen zu oft in den Händen der Torhüter. Der etatmäßige Stürmer Keiter Ruel ist bisher torlos. Es gilt einfach, die Jungs ganz oft in Situationen zu bringen, die im Spiel auch vorkommen, und da zu Erfolgserlebnissen zu kommen. Und wenn man das ständig wiederholt, die Jungs mit einem guten Gefühl schon ins Spiel reingehen aus der Trainingswoche, glaube ich, dass man da dann relativ viel erreichen kann. Aber natürlich muss auch mal das Erfolgserlebnis her im Spiel. Doch das fehlt momentan dem Sturm vom SVS. Den Auswärtssieg gegen Aue sah man schon als Knotenlöser. Aber der Sonnenschein ist verflogen. Regnerische Tristesse ist stattdessen die bittere Realität. Wie man sagt, wenn das eine Tor kommt, vielleicht ist dann der Knotenlöser da und dann läuft es auch wieder. Für den ersten Heimsieg am Samstag gegen Heidenheim wäre das elementar. Denn für die Tore mussten bisher andere sorgen. Topscorer der Mannschaft ist eben jener Yannick Bachmann. Der gelernte defensive Mittelfeldspieler erzielte die Hälfte aller Tore. Etwas, mit dem der Spieler selbst nicht gerechnet hätte. Nee, also ich denke, da passiert noch mehr. Und also ich denke, da treffen noch andere. Ich bin glücklich, jetzt 2 Tore gemacht zu haben. Der 25-Jährige geht voraus. Und das eben nicht nur im Training. Die Mentalität zeichnet Yannick Bachmann aus. Und das ist auch das, was sein Trainer an ihm schätzt. Dass der über Schmerzgrenzen drüber gehen kann. Und man sieht jetzt natürlich auch in den letzten Spielen, ich glaube, wenn man in 21 Spielen 3 Tore als defensiver Mittelfeldspieler macht, sieht man auch seine Qualitäten und seinen Willen, nach vorne mitzugehen, torgefährlich zu werden, Torgefährlichkeit auszustrahlen. Das gelingt ihm im Moment sehr, sehr gut und das schätze ich extrem um Yannick. Eine andere Position, die dem sportlichen Leiter Michael Kabacka sorgenvolle Falten bereitet, ist die des Torhüters. Die beiden Stammkräfte Patrick Drewes und Rick Wuhle fallen aus. Der SV Sandhausen hat deshalb heute nochmal Abhilfe geschaffen und sich mit dem vereinslosen Nikolai Rehnen verstärkt. Der Torhüter spielte zuletzt bei Arminia Bielefeld und würde sich über einen Heimsieg beim Debüt freuen. Dafür müssen die Bälle im Hartwald aber zukünftig nicht den Weg in den Ballsack, sondern wieder ins gegnerische Tor finden.